Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Super Size Box von Shirin David. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Super Size von Shirin David, das Ganze am 20. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Ja, so sieht das Ganze aus, eine recht ungewöhnliche Box. Wobei man sagen muss, die Box an sich sehen wir noch gar nicht. Das, was wir hier haben, ist einfach noch eine zusätzliche Verpackung. Wir haben hier einen weißen Karton, der hier auf der Oberseite gebrandet ist mit dem Schriftzug Shirin David. Ansonsten ist er hier wirklich auf allen Seiten glatt in weiß gehalten und von der Unterseite ebenfalls. Und wir haben dann hier hinten noch einen Barcode. So, das Ganze ist dann hier vorne mit zwei Stickern verklebt, versiegelt. Wir werden die mal hier aufschneiden. Einmal, zweimal. Dann schauen wir mal hinein. So. Ja, wie nach diesem großen Karton zu erwarten war, ist auch die Box echt riesig. Wir holen die mal raus. Jawohl. Also. Super Size kann man auf jeden Fall schon mal sagen, der Name ist Programm. Bevor wir das Ganze aus der Folie holen, haben wir hier noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier Shirin David Super Size Limited Deluxe Box inklusive Super Size Handbag, Kosmetiktasche, Kalender, Parfümprobe, Stickerset und CD. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Sehr gut. So, dann werden wir auch hier mal die Folie abmachen. Das stechen wir hier mal ein. So. Hoppla. Gar nicht so einfach, das Ganze hier abzuziehen. Aber jetzt. So. Schlussendlich haben wir es doch geschafft. Wir haben hier eine riesengroße schwarze Box. Die ist in mattem Schwarz gehalten. Und hier in der Mitte haben wir dann noch geprägt die Buchstaben Super Size. Ansonsten ist hier nichts weiter zu lesen. Und die ist wirklich von allen Seiten hier in diesem matten Schwarz gehalten. Auf der Unterseite ist auch nichts. Okay, dann schauen wir mal hinein. So, Deckel geben wir dabei mal zur Seite. Und dann erwartet uns das hier. Wir haben hier, wie bei einem Geschenk, so ein Papier. Dieses Papier ist ebenfalls gebrandet, komplett hier alles mit Super Size Schriftzug in weiß. Und so sieht dann das Innenleben aus. Wir haben hier als erstes mal diese Handbag, also diese Tasche. Dann haben wir den Kalender und die restlichen Inhalte, die auf dem Boxsticker aufgeführt waren, die sind eben allesamt in dieser Handtasche. So, dann packen wir dieses Papier mal wieder rein, denn hier unten gibt es nichts weiter zu sehen. So, dann machen wir die Box mal wieder zu. Packen die Box mal zur Seite. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich, nur nachdem das eben in diesem Fall hier in dieser Plastiktasche ist, fangen wir mit der Tasche an. So sieht das aus. Wir haben hier direkt mal das Album und das ist hier innen in der Innentasche. Okay. Also hier haben wir einmal diesen Kosmetikbeutel, das Täschchen und dann haben wir hier, wenn es geht, das Album. Boah, ist ganz schön fest, es klebt ein bisschen, aber ja, jetzt haben wir es. So, machen wir mal zur Seite. Das ist dann die Album-CD. Die sieht so aus, Shirin David haben wir hier abgebildet an einem
Pool und sie dürfte wohl komplett nackt sein. Also das ist das Albumcover, das man hier dann auf die CD drauf gemacht hat. Was natürlich direkt auffällt, ist, dass wir hier kein reguläres Cover haben. Also es gibt in dem Fall kein Jewel Case, kein Super Jewel Case, kein Digipack, nichts. Wir haben ja lediglich so eine Glassichthülle. Ja, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt nicht so der Fan. Es war natürlich eine nette Idee, rein so von der Optik, das Ganze hier mit reinzupacken. Passt ja auch von der Größe her perfekt. Allerdings hätte es, ja, meiner Meinung nach irgendwie hätte es auch ein Jewel Case oder eine richtige CD-Hülle getan und die dann eventuell anders unterzubringen. Naja, war jetzt fürs Auge vielleicht etwas feiner, aber dafür fehlt mir jetzt einfach die Hülle. Wir haben hier hinten dann die Tracklist und zwar haben wir hier 12 Stück an der Zahl und wir haben bei diesen 12 Tracks auch zwei Features mit dabei. Und zwar haben wir hier einmal Gims aus Frankreich und dann haben wir Xavier Naidoo. Das sind die zwei Gastbeiträge, ansonsten allesamt Solo-Tracks. Es ist das Debütalbum von Shirin David. So, CD zur Seite. Dann kommen wir zu diesem Kosmetiktäschchen. Das ist hier durchsichtig gehalten, so wie auch schon die Tasche. Und wir haben hier in weiß so einen, was ist das, so einen Kunststoffpatch hier. Und hier lesen wir auch wieder Shirin David. Und hier haben wir dann diverse Inhalte. Dann schauen wir mal hinein. Hier mit einem Reißverschluss geht das Ganze auf. So. Wir haben hier einmal diverse Sticker. Und die sind alle transparent mit weißer Schrift. Wir haben hier einmal einen Shirin David Logo Sticker. Also einmal der Schriftzug. Dann haben wir den Super Size Schriftzug und ich glaube, das war's. Wir haben die beiden in jeweils dreifacher Ausführung. Also Super Size hier im Querformat in transparent und weiß, rechteckig, sowie Shirin David Schriftzug ebenfalls transparent mit weißem Schriftzug, ebenfalls im rechteckigen Querformat. So, dann können wir auch die hier wieder zur Seite packen. Also 6 Sticker. Dann haben wir eine Parfümprobe. Shirin David hat ja schon, ich glaube, vor einigen Jahren mal ein Parfüm auf den Markt gebracht. Und jetzt demnächst, ich glaube gegen Ende des Jahres, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, steht dann ihr nächster Duft an, den sie da irgendwie bei Douglas rausbringt. Und anlässlich dieses Dufts gibt es dann hier eine Probe. Hier lesen wir, created by Shirin. So sieht das aus. Dann haben wir die Inhaltsstoffe. Wir haben hier 2 Milliliter Parfum, Brennwar und hier natürlich die Inhaltsstoffe. Ja, gut, die erspare ich euch jetzt mal. So sieht dann dieses Parfum-Probefläschchen aus. Also auch hier wieder Shirin David zu lesen. Werden wir mal kurz schauen. Es ist jetzt meines Wissens ein Frauenduft, den ich jetzt nicht tragen werde. Wir werden mal kurz daran riechen. Okay, also ich muss ehrlich sagen, ganz subjektiv jetzt meine Meinung, riecht vom, ich sage jetzt mal vom Ersteindruck, vom ersten Mal riechen echt gut. Kann man, glaube ich, als Frau durchaus tragen und würde mich auch bei einer Frau jetzt nicht stören. Also riecht echt gut. Also den kann ich Frauen nur empfehlen, den Duft. Dann schauen wir uns nochmal kurz dieses Kosmetiktäschchen an hier. Wie gesagt, das ist komplett transparent, nur hier an den Rändern weiß vernäht. Ja, also da kann man dann seine Kosmetik-Utensilien reinpacken. Und dann gibt es auch noch die Muttertasche. Also hier ist dann die Handtasche, die eigentliche Tasche. Hier lesen wir dann auch nochmal Super Size. Und zwar haben wir hier so ein kleines Fach, das von innen zu erreichen ist. Also hier so ein kleines Zweitfach. Ansonsten ist diese Tasche ähnlich wie das Kosmetiktäschchen auch komplett transparent gehalten, bis eben auf die weißen Nähte rundum. Und hier oben haben wir dann auch nochmal zwei Kunststoffringe, die dann hier eben die Griffe formen. Das Ganze lässt sich dann hier auch noch ein bisschen in die Breite machen, also da ist dann auch noch etwas mehr Platz, wenn man da entsprechend Inhalte reinmacht. Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der Riesenfan
von durchsichtigen Taschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was man damit anstellen soll. Also natürlich, es ist praktisch, wenn man irgendwie schon sieht, okay, wo ist mein Handy, wo ist mein, was auch immer, meine Geldbörse. Aber es sieht halt auch jeder andere. Und ich glaube nicht, dass ich mit sowas, also als Frau jetzt gesprochen, mit sowas rumlaufen würde, wo einfach jeder Hanswurst, der mir auf der Straße begegnet, reinsehen kann. Ja, eignet sich natürlich auch optimal für den nächsten Ladendiebstahl. Ja, also ihr werdet schon einen Verwendungszweck dafür finden. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann, nachdem wir die meisten Inhalte eher für Frauen bis jetzt waren, haben wir einen Kalender und der ist, soweit ich weiß, dann natürlich auch für Frauen, aber dann eher noch für die Männer ansprechend. Hier haben wir einmal den Schriftzug Shirin David, dann lesen wir hier 2020 und dann gehen wir jetzt mal die Monate durch. Wir haben hier einmal den Januar, weiter geht's, Februar, März, April, dann haben wir den Mai, Mitte des Monats Juni, Mitte des Monats, Mitte des Jahres meine ich natürlich, dann den Juli, den August, September, Oktober, November, Alter, was für Schuhe. Und Dezember. Ja, das ist der Kalender. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Also ich glaube, es gibt sicher den ein oder anderen Herren da draußen, der sich die Box alleine schon wegen dem Kalender zulegen wird, wegen des Kalenders. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Kalender, Jahreskalender 2020. Dann diese durchsichtige Handtasche hier. Ebenso wie dieser durchsichtige Schmink- oder Kosmetikbeutel. Dann dieses kleine Stoffsäckchen hier mit der Parfümprobe. Die Sticker Supersize und Shirin David, 6 Stück, also jeweils dreimal. Und natürlich das Album an sich, Supersize mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles gibt es in dieser wunderbaren Box Supersize von Shirin David. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shirin David unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.